Wenn Sie die Kosten Ihrer Arbeitsmittel tagesaktuell und kostenträgergenau erfassen und in Ihre Kostenrechnung integrieren wollen, bietet Wirtig die passenden Methoden dafür. Im Wesentlichen unterscheiden wir 5 Erfassungsmethoden, nämlich die mitlaufende Erfassung, die Inventurerfassung, die nachträgliche Erfassung, die Übernahme von Planungsdaten aus dem Wirtig-Dispo-Tool und den Import von Zeiten aus Fremdsystemen. Die mitlaufende Erfassung kommt typischerweise bei Fahrern zum Einsatz, die mit ihren Lkw von Baustelle zu Baustelle fahren. Sie melden sich morgens auf dem Bauhof auf einem Fahrzeug an. Da sie anschließend die angefahrenen Baustellen über ihr Smartphone erfassten, können die Fahrzeugkosten automatisch entsprechend der Zeitanteile auf die Baustellen gebucht werden. Wenn Arbeitsmittel längere Zeit auf einer Baustelle eingesetzt werden, kann das mit sogenannten Inventurbuchungen erfasst werden. Sobald die Rüttelplatte auf der Baustelle eintrifft, bucht der Polier sie auf seine Baustelle. Dazu hält er sein Smartphone an den NFC-Tag der Rüttelplatte. Die Wirtig-App erkennt das Gerät. Anhand der aktuellen Arbeitszeitbuchung des Poliers wird sie für seine Baustelle inventarisiert. Die Kosten der Rüttelplatte werden nun so lange auf dieser Baustelle gebucht, bis die Rüttelplatte wieder aus dem Inventar der Baustelle entfernt wird. Wieder per Wirtig-App. Manchmal werden Arbeitsmittel nur für einen kurzen Zeitraum eingesetzt und diese Nutzungszeiten sollen erfasst werden. Dann eignet sich besonders die nachträgliche Erfassung. Hier hat der Mitarbeiter den Minibagger nur für 2 Stunden eingesetzt. Nachdem er ihn abgestellt hat, kann er diese Nutzungszeit eintragen. Er wählt zunächst die Baustelle aus, dann das Arbeitsmittel und schließlich gibt er die Nutzungszeit ein. Wenn die tatsächlichen betrieblichen Abläufe mit der Planung weitgehend übereinstimmen, können Sie Zeiten aus dem Wirtig-Dispo-Tool übernehmen. Disponenten legen im Dispo-Tool fest, wann welches Arbeitsmittel auf welcher Baustelle eingesetzt werden soll. Eigentlich werden diese Informationen zur Arbeitsvorbereitung genutzt, aber wie gesagt, wenn die Realität der Planung entspricht, lassen sich die Zeiten der Disposition ebenfalls für die Kostenrechnung nutzen. Dann ist keine weitere Erfassung auf der Baustelle erforderlich. Viele Großgeräte verfügen über eigene Tools zur Erfassung von Betriebszeiten. Typischerweise senden viele Baumaschinen ihre Betriebszeiten an einen vom Hersteller oder einem anderen Provider angebotenen Server. Wenn diese Server einen Datenexport ermöglichen, können diese Daten über die Wirtig Web Services importiert werden. Die verschiedenen Erfassungsmethoden lassen sich an ihre individuellen betrieblichen Anforderungen anpassen. So haben Sie stets einen aktuellen Überblick über die Standorte jedes Arbeitsmittels. Wenn ein Arbeitsmittel vermisst wird, lässt sich leicht der letzte Übernehmer finden. Das erhöht die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter und reduziert die Arbeitsmittelverluste. Vor allem aber können Sie die erfassten Daten in Ihre Kostenrechnung integrieren. Sofern erforderlich, werden die Nutzungs- und Betriebszeiten auf den Wirtig-Servern vor der Übergabe an Ihre ERP-Software aufbereitet. Beispielsweise können individuelle Verrechnungssätze für jedes Arbeitsmittel angewendet werden. Die ERP-Software holt sich die Daten über die Wirtig Web Services oder spezielle Schnittstellen, bei Bedarf tagesgenau oder sogar in Echtzeit, damit Ihre Kostenrechnung neben den Personal- und Materialkosten auch die Kosten für Arbeitsmittel, Kostenstellen und Kostenträger genau abbildet.